Jo, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Disney Dreamlight Valley. Und ich habe die zauberhafte Minnie angepinnt. Wir müssen mit Elsa, mit Anna und mit Vienna sprechen. Und das werden wir jetzt gleich in Angriff nehmen. Let's go! Wir machen quasi an dem Punkt weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Genau. Wollen wir mal mit den drei sprechen und schauen, was dann passiert. So, wollen wir mal schauen. Elsa, Anna und Vienna. Elsa, Anna und hier ist ja Vienna, ne? Gut. Okay, also runter dort. Da steht Elsa hinter den Säulen. Hallo, du. Hallo, Elsa. Kann ich dir bei irgendetwas helfen, Jens? Sag mir, was du an Minnie am meisten liebst. Fällt dir etwas ein? Etwas wirklich Besonderes und Einzigartiges an ihr. Vertrau mir, es ist etwas ganz Magisches. Du brauchst nichts zu erklären, Jens. Ich bin froh, wenn ich meine Meinung über Minnie teilen kann. Wenn du mit Minnie sprichst, weißt du einfach, dass sie dir wirklich zuhört. Sie gibt wunderbare Ratschläge, aber vor allem zeichnet sie sich dadurch aus, dass sie eine gute Zuhörerin ist. Oh. War das alles, was du wissen wolltest? Das war's. Danke, Elsa. Du warst mir eine große Hilfe. Das hat Spaß gemacht. Sehr schön. In der letzten Folge haben wir ja hier das Riesenrad und das Tassenkarussell aufgebaut. Und haben somit hier unseren Rummelplatz erweitert. So, wo ist denn Anna jetzt? Warum laufe ich jetzt weg? Weiß ich nicht. Die war hier hinten irgendwo, ne? Wo ist die? Wir schauen mal. Ah, okay. War ich doch richtig. Auf dem richtigen Pfad. Ja, mit Merlin müssen wir dann auch als nächstes sprechen. Bei dem haben wir auch eine Quest. Und entschuldige, darf ich dich was fragen? Hey, du bist hier. Ja, das bin ich. Oh, du hast diesen Gesicht... Oh, du hast diesen Gesichtsausdruck, Jens. Dieser, ich muss dich etwas Seltsames und möglicherweise Magisches fragen. Also stell nicht zu viele Nachfragen. Bingo. Es ist definitiv magisch, aber nur ein bisschen seltsam. Ich wusste nicht, dass ich so einen Blick habe. Oh, so nah dran. Dann lass mal hören. Wie kann ich helfen? Es ist ganz einfach. Sag mir einfach, was du an Minnie am meisten magst. Was ich an Minnie am meisten mag? Oh, Das ist eine schwierige Frage. Es gibt so vieles. Sie ist so liebenswert. Wenn ich es eingrenzen müsste, würde ich sagen, dass ich an Minnie am meisten mag, dass sie mich immer zum Lächeln bringt. Sie ist so freundlich, aber auch so lustig. Ihr fallen immer die kleinen Dinge hier auf. Sie bringt mich fast so oft zum Lachen wie Olaf. War das hilfreich? Das war perfekt, Anna. Vielen Dank für deine Hilfe. Und vergiss nicht, ich glaube an dich. Vienna, die war hier unten. Ne? Die müsste eigentlich bei sich zu Hause sein, so wie das aussah. Da ist sie. Hallo, Vienna. Lange nicht miteinander gesprochen, Hey, Vienna, ich hätte eine kurze Frage. Was magst du an Minnie am liebsten? An Minnie? Naja, das ist... Oh, oder wie wäre es mit... Ach, was ich auch nicht vergessen kann? Ich hab's. Das Besondere an Minnie ist, wie stark sie innerlich ist. Es ist egal, welcher Sturm auf sie zukommt. Minnie setzt einfach die Segel und fährt los. Sie gibt niemals auf. Außerdem kennt sie jeden im Dorf. Daher kennt sie so viele großartige Geschichten. Wenn ich es mir recht überlege, erinnert sie mich an meine Grandma Thala. Komm einfach wieder. Ich bin definitiv hier.
Sammle Traumscherben. Wir haben noch genug Traumscherben zu Hause. Aber bloß 3 im Inventar. Okay, wir können uns die also von zu Hause holen. Und können die dann Merlin bringen. Und dann können wir ja gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Dann können wir ja gleich mit Merlin über seine Quest weitersprechen. Wärmer sein, genau. So. Ach Quatsch. Naja gut, wir nehmen uns mal... Wie viel brauchen wir? 6? Ja, gut. 6 Traumscherben, genau. So, wir nehmen uns mal 6 weg hier. Lassen den Rest hier. Das brauchen wir ja nicht mehr drum schleppen. So, weg damit. Dann geht's weiter. Unser schöner Rucksack, den wir uns auch in der letzten Folge angepasst haben. Genauso wie die Mickey Maus Ohren. So, Merlin. Ist der unten? Wo ist der? Vielleicht ist er auch im Restaurant. Aber ich glaube, der ist eher Mittag im Restaurant. Hier ist er. Er kommt, glaube ich, schon schnurstracks zu uns. Da ist er ja. Der angelt, der Gute. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Ja, ja. War ja nur Spaß, oder? Vergiss nicht, dass der Brunnen eine Quelle großer Macht ist. Nutze die Magie, der ihr dir verleiht. Weise. Vollständig Geheimnisse und Komplotte. Die zauberhafte... Na gut, das ist ja auch fertig, ne? Und Jens, hast du herausgefunden, was Ursula und Mutter Gothel planen? Ja, da muss ich noch kurz was dazu sagen. Ich musste für eine Event-Quest... musste ich Ursula ihre Lieblingsgeschenke bringen. Das habe ich auch getan. Aber dann ist auch die Aufgabe somit gestartet, dann, weil Mutter Gothel dann gerade auch kam. Und ja, es hat sich herausgestellt, dass die beiden Freundinnen sind, ne? Die Zutaten und Fläschchen, die sie austauschen, müssen für irgendwelche Tränke sein. Aber was haben sie vor? Ursula hat mir gesagt, das ist nur ein Mittel gegen Ungeziefer, an der großen Weide ist. Das halte ich für unwahrscheinlich. Mutter Gothel und sie scheinen einfach nur befreundet zu sein. Befreundet? Pappalapapp. Das glaube ich doch nie. Ursula hat keine Freunde. Sie nutzt alle aus, die sie kennt. Vielleicht geht es uns einfach nichts an. Wir sollten sie erstmal in Ruhe lassen. Du hast recht, ich vertraue ihr nicht. Wir sollten sie erstmal in Ruhe lassen. Na komm schon, was können wir schon auf Ursulas Wort geben? Aber wenn es keine Beweise gibt und du sagst, dass sie nichts Böses planen, dann lasse ich sie wohl vorerst in Ruhe. Ich hoffe nur, dass wir das nicht irgendwann bereuen werden. Ich habe ein kleines Geschenk für dich vorbereitet, zum Dank für deine Hilfe. Hier. Nimm ein bisschen Dreamlight als Lohn für deine Mühen. Meister! Sehr schön. Wie viel hat er uns denn gegeben? Habe ich jetzt gar nicht gesehen, ne? So. Möchtest du dies weitergeben? Geben wir ihm die 6 Traumscherben für Mini? Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Ich habe mit den anderen Dorfbewohnern gesprochen und diese Traumscherben gesammelt. Brauchen wir sonst noch etwas für den Zauber? Ich hoffe sehr, dass diese Verzauberung funktioniert. Zauber? Welcher? Oh, oh je, ich fürchte, es handelt sich um ein Missverständnis. Ich brauchte diese Traumscherben nur für meine Forschung. Es tut mir furchtbar leid. Ich dachte, du würdest es verstehen.
Nein, nein, ich fürchte, es gibt keinen Zauberspruch, der Minis Problem lösen kann. Es muss aber einen Weg geben, ihr zu helfen. Warum hast du mich dann all die Arbeit machen lassen? Einen Moment. Ich mache mich sofort daran. Was Minnie und uns alle hier schützt, ist eine ganz andere Art Magie. Freundschaft, Liebe und Fürsorge. Das ist es, was dieses Tal zusammenhält. Freundliche Worte und kleine Gefälligkeiten sind die Quelle all dieser Magie. Minnie muss einfach gezeigt werden, dass dieser Geist diesen Ort nie verlassen wird. Deshalb wolltest du, dass ich mit den anderen Dorfbewohnern spreche, wenn ich Minnie erzähle, was sie gesagt haben. Hey! Erinnert sie das an die Liebe, die uns alle miteinander verbindet und dass wir hier alle sicher sind, solange wir das nie wieder vergessen. Ich versuche es. Danke, Merlin. Und jetzt lauf! Neu. Sprich mit Minnie. Wo ist denn die Gute? Minnie ist in der Nähe der Treppe. Die müsste gleich hier oben auf uns warten. Die müsste vielleicht sogar zu Hause sein, ne? Ja. Für Christoph. Ja, jetzt weiß ich schon wieder nicht. Wir gehen erstmal zu Minnie. Okay, da ist er. Die versteckt sich. Könntest du mir bitte helfen? Na klar. Hallo. Deswegen bin ich hier, meine Liebe. Oh, hallo Jens. War Merlin eine Hilfe, um dieses magische Chaos zu beseitigen? In den Büchern, die er mir geliehen hat, standen so viele interessante Informationen, aber nichts, was uns weiterhelfen würde. Merlin gab mir einen sehr mächtigen Zauber. Er half, einige Dinge ins richtige Licht zu rücken. Es gab ein kleines Missverständnis. Er half, einige Dinge ins richtige Licht zu rücken. Oh gut, Merlin ist in dieser Hinsicht sehr hilfreich. Was hat er dir gesagt? Er sagte mir, dass es eine Magie gibt, die mächtiger ist als jeder einfache Zauber, der dieses Dorf verbindet. Es ist eine Art von Magie, die auf freundlichen Worten beruht, auf gegenseitiger Fürsorge beruht, auf gegenseitiger Hilfsbereitschaft beruht. Wirklich? Das klingt nach einer ganz besonderen Art von Magie. Merlin hat mich dazu gebracht, mit einigen anderen Dorfbewohnern zu sprechen, damit wir dich daran erinnern, wie wichtig du für uns bist. Elsa hat mir erzählt, dass du immer ein offenes Ohr für sie hast, wenn sie eine Freundin braucht. Anna hat mir gesagt, dass niemand sie so zum Lachen bringen kann wie du, außer vielleicht Olaf. Und Vienna meinte, was sie an dir am meisten liebt, ist deine innere Stärke und dass du niemals aufgibst, egal was passiert. Oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Jens. Das ist so nett. Ich bin auch sehr dankbar dafür, aber wie verhindert... Achso. Ich bin auch sehr dankbar dafür, aber wie verhindert das, dass wir im Hier und Dort verschwinden? Weil das der Zauber ist, Minnie. Wir werden nie wieder verschwinden, solange wir nie aufhören, uns umeinander zu kümmern, immer dafür sorgen, dass sich alle geliebt fühlen, immer respektieren, was aneinander besonders ist. Oh ja, natürlich. Es ist so simpel. Es ist mir ein bisschen peinlich, dass ich es nicht früher erkannt habe. Aha. Nun, ich denke, ich kann Merlin diese Bücher zurückgeben. Solange du und ich hier sind, wird alles gut. Ich werde nämlich immer dafür sorgen, dass alle wissen, wie sehr sie geliebt werden. Und ich werde immer das Tal beschützen. Allen helfen, alle sonderbaren Probleme lösen, die es hier gibt. Ich weiß, dass du das wirst. Oh, mir ist gerade noch etwas eingefallen. Ich war so besorgt, dass alle verschwinden würden. Ich habe nicht gemerkt, um wie viel Lehm ich dich gebeten habe, um diese rustikale Turmuhr zu bauen. War es zu viel? Schon okay. Es war nicht so schlimm. Es war sehr viel Lehm, Minnie. Es war nicht so schlimm. Puh, ich bin froh, dass es nicht zu schlimm war. Das alles zu sammeln. Als Dank habe ich selbst etwas Lehm gesucht. Ich möchte, dass du ihn bekommst, damit du bauen kannst, was du willst. Onkel Dagobert ist so glücklich darüber, dass die rustikale Turmuhr jedem im Dorf die Zeit anzeigt, dass er dir auch eine kleine Belohnung geben möchte. Hier bitte.
Oh, nice. Und das ist wohl von Dagobert gewesen, das Geld. Dankeschön. Voll und ständig. Gut. Was haben wir denn jetzt? Gut, jetzt haben wir nur noch die beiden Löwen. Dann würde ich mal sagen, dass wir dann jetzt dementsprechend mach ein Foto von der großen Weide, das können wir auch mal fix machen, dass wir dementsprechend mit den beiden Löwen sprechen, ne? Nala und Simba. Aber wir gehen vorher mal kurz zur großen Weide. Ach du liebe Zeit. Und fotografieren die mal. Und nehmen uns die Truhe hier mit. Das hätten wir. Haben wir gleich zwei Quests damit erfüllt. Eine Dreamlight und eine Event-Quest. Gut, Leute. Ich gucke mal, ob die werden, so wie ich das denke, werden die zu Hause sein. Nein, sind sie nicht. Wo sind die beiden? Okay, Simba und Nala, die sind beide im Restaurant. Wir können mal was essen. Damit wir ein bisschen schneller laufen können, essen wir mal so einen guten Kuchen mit roten Beeren oder was das ist, mit roten Früchten, ne? Oh, liebst du den Sommer auch so? Ich kann es kaum erwarten, alle zu treffen. Dann können wir gleich noch das mit dem die Event-Quest abschließen. Gäste bedienen. Ja, wir müssen erstmal gucken. Fisch, Steak und Cooler Base. Cooler Base haben wir hier. Fischsteak. Fischsteak, hier ist es. So, und was will der andere haben? Süßes Sorbet-Getränk. Die Mutter. Die Mutti. So, süßes Sorbet-Getränk. Wie mache ich denn das? Ja, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich glaube, das werden wir nicht als Rezept haben, ne? Süßes Sorbet-Getränk. Doch, das haben wir schon. Okay, wahrscheinlich Zuckerrohr, ne? Ach, Quatsch. So. Genau, Zuckerrohr. Gut, dann können wir die alle drei bedienen.
ein ganz neues Puzzle. Sehr nice. So. Oh, hallo, Schatz. Ich zuerst die Mutti, ihr süßes Sorbetgetränk. Die beiden. Schön, dass du da bist. Kriegen sie erstmal was zu essen. Ha. Hey, du! Aber wir wollen ja nicht einen außen vor lassen. Hey, woo! Auf Wiedersehen. Sehr schön. Gut. Dann werden wir zuerst mal mit Nala sprechen, würde ich sagen. Wir können dann natürlich... Hallo. Wie geht es dir? Dein Revier abstecken. Was soll ich machen? Mhm. Okay, okay, okay. Könntest du einen flachen Felsen auftreiben, auf dem wir uns in den Jagdgründen ausruhen können? Vielleicht habe ich einen. Und wenn nicht, könnte mir Dagobert Duck sicher etwas Passendes verkaufen. Danke! Hey, schön dich zu sehen! Kuna Matata, was soll ich machen? Du wolltest dir doch die bequemste, entspannste Kleidung der Welt besorgen. Bist du schon fündig geworden? Okay. Wow, gut gemacht. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir gucken mal nach dem flachen Felsen. Und danach gucken wir nochmal nach den Klamotten. Und dann glaube ich fast, dass wir auch schon wieder am Ende angelangt sind. So. Nala. Die möchte einen flachen Felsen. Mit diesem Filter kann kein Element gefunden werden. Das ist schlecht. Also. Das bewachsene Felsen des schillernden Strandes. Sowas haben wir nicht, ne? Hm. Dann müssen wir wohl bei Dagobert was bestellen, ne? Aber wie mache ich das? Ja, dann müssen wir mal zu Dagobert. So. Gucken, was wir hier machen können. Ziehen wir mal die Hose hier an. Und dann würde ich sagen, wir haben noch einen schönen Pullover bekommen, ne? Aber der ist wahrscheinlich nicht zwanglos. Scheinbar nicht. Komm, dann ziehen wir uns das T-Shirt an. So, wie ist denn das jetzt? Kehre zusammen mal zurück, okay. Bestelle Scars Liegefelsen in Dagoberts Laden oder sammle ihn in deinem Dorf, wenn du ihn bereits besitzt. Nee, besitzen wir noch nicht. Ich habe so viele fantastische Nachbarn. Ich würde gerne einige Dinge bestellen. Möbel. Hier, für Nala. Das ist der 4600. Nehmen wir doch. Gut. Ich weiß jetzt schon, dass wir sehr gute Freunde werden. Dann stellen wir den noch auf.
Ja, wo ist denn der? Komische Sache, ne? Okay, hier haben wir ihn. Würde ich sagen, dass wir den hier so aufstellen, ne? Zack. So, und dann werden wir sehen, dass wir in der nächsten Folge Landschaftsgärtnereimöbel. Ach, vom schillernden Strand, okay, alles klar. Alles klar, der muss am schillernden Strand aufgestellt werden. Dann würde ich mal sagen, dass wir den hier so aufstellen. Zack. Und dann schauen wir noch, dass wir hier das Zeug noch hingestellt bekommen. Stellen wir noch ein paar schöne Sachen hin. Am besten passen da, glaube ich, irgendwie. Ja, wir können auch Lilane nehmen. Vielleicht passen Palmen am besten zum Strand, ne? So, dass es auch ein bisschen schattig haben. So. Hier sowas vielleicht noch, ne? Dann stellen wir hier noch was Kleines hin. Gut, in die Mitte können wir es gar nicht stellen. So, hier. Vielleicht noch so eine Wurzel, ne? Ganz schön groß, das Teil. Ja, das ist auch mehr. Nee, das passt nicht. Das gefällt mir nicht. Gucken, wie es aussieht, wenn wir da einen lilanen Baum hinstellen. Ah, ich weiß nicht, ne? Ich weiß nicht so recht. Zwerg. Brücke der sonnigen Ebene. Ah. Sumpfweide, breiter Sumpfbaum.
Wüstenrose der Lichtung des Vertrauens. Frorene Weide. Ja, komm, wir machen hier noch so einen moosbewachsenen Stein. Vielleicht hier so irgendwie. Ne, das ist Uni so richtig, ne? So richtig nice ist das, glaube ich, nicht. Ne. Adlerfarn des Waldes der Tapferkeit. Muss bewachsener Felsen mit Pilzen. Tropisches Grünzeug. Ja, wir nehmen mal den Stein da weg. Den hier. Stört denn hier noch? Das ist auch schon so ein Teil, ne? Ach so, okay. Ja komm, dann stellen wir das hier noch so hin. Genau, dann passt das einigermaßen, ne? Verschönern können wir es immer noch. So, dann müssten eigentlich jetzt... Ziere Landschaftsgärtnerei. Ach, okay, wir brauchen noch zwei. Komm, ein Akazienbaum könnte da vielleicht eigentlich hinpassen, ne? So, hier. So. Schauen wir noch mal kurz, wie das aussieht. Oh, gar nicht mal so übel, hä? Ich glaube, das kann man machen, Leute. Ist doch ein schönes, chilliges Plätzchen geworden hier. Ich hoffe, euch gefällt es auch, Leute. Und ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle Feierabend. Und wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir auf jeden Fall gerne mit einem Like. Kommentiert auch gerne mit allem, was euch einfällt. Whatever. Lasst ein Abo da, damit ihr nichts Neues mehr verpassen könnt. Und wenn du zusätzlich das Glöckchen aktivierst, wirst du über jedes neue Video, was ich online stelle, benachrichtigt. Bleibt mir gesund, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Euer Jens.